Mein Name ist Philipp Albon, ich bin 31 Jahre alt, mittlerweile seit anderthalb Jahren bei Otto Bock und bin hier gestartet als Teamleiter Digital Marketing Operations und mittlerweile leite ich zwei Abteilungen, einmal den Bereich Digital Marketing Activation und den Bereich Platforms und Operations. Ich habe mich für Otto Bock entschieden, weil es eine Marke ist, für die man wirklich gerne morgens aufsteht. Es ist eine emotionale Marke, die den Menschen das Leben zurückgibt und die Menschen im wahrsten Sinne des Wortes bewegt. Und das nicht nur im wahrsten Sinne des Wortes, sondern auch emotional. Und es ist schön, wenn man etwas für die Menschen tun kann mit der Arbeit, die man täglich leistet. Wenn ein guter Freund mich beschreiben würde, würde wahrscheinlich als erstes das Wort Humor fallen. Ich mag es, Spaß zu haben und das auch an meiner täglichen Arbeit. Denn ich verbringe einen großen Teil meines Lebens hier und möchte auch hier eine schöne Zeit haben. Wenn ihr einen Kollegen fragen würdet, würde es wahrscheinlich in die gleiche Richtung gehen. Aber ich hoffe, dass da auch der professionelle Charakter natürlich nicht verloren geht, weil darauf lege ich natürlich auch Wert, dass wir auch im digitalen Marketing Projekte voranbringen, die wertstiftend sind und die Firma nach vorne bringen. An meiner Arbeit macht mir besonders Spaß, mit meinen Kollegen zusammenzuarbeiten und die verschiedenen Experten zusammenzubringen und so die Marke in den digitalen Welten vorwärts zu bringen. Also wenn Feierabend ist, ist das Erste, was ich oft mache, Sport. Ich mag es, den Ausgleich zu haben zum Beruflichen. Den finde ich eben in sportlichen Aktivitäten, von Volleyball über Joggen bis hin zum Fitnessstudio. Alles, was aktiv ist, gefällt mir. Und wenn es das nicht ist, dann treffe ich mich natürlich gerne mit Freunden und genieße auch da die Zeit mit Menschen. Oder zum Beispiel auch in der Uni, in der ich nebenberuflich als Dozent tätig bin. Auch da mag ich es, mit Studenten in Kontakt zu kommen, weil das nochmal ein anderer Fokus ist als tatsächlich der Hauptberuf.